funktionieren kann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vorliegend beraten wir über einen Gesetzentwurf der Koalitionsfraktion, der mit den blumigen Worten Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit daherkommt. Tatsächlich handelt es sich aber um einen schwerwiegenden Angriff auf die grundgesetzliche Ordnung, namentlich auf das Doppelbestrafungsverbot des Artikels 103 Absatz 3 Grundgesetz. Mit dem Grundgesetz wurde im Spannungsfeld zwischen materieller Gerechtigkeit und Rechtssicherheit die Rechtssicherheit eindeutig höher gewichtet. Auch wenn manche Fälle, die mit Freispruch enden, unsäglich wirken, für einen Freispruch unter Vorbehalt lässt das Grundgesetz keinen Raum. Und wo wir schon bei unsäglichen Fällen sind, es wird solche bedauerlicherweise auch weiter geben. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel der Fall Uri Jalloh. Dieser war im Januar 2005 im Polizeigewahrsam verbrannt. Die zuständigen Polizeibeamten wiesen jegliche Verantwortung von sich. Seither wird in der Öffentlichkeit darüber diskutiert, wie in aller Welt der gefesselte Mann bitte seine Matratze anzünden konnte, so wie von den Polizeibeamten geäußert. Uri Jalloh, das war Mord, diese Parole findet man immer wieder an Häuserwänden. Der Bundesgerichtshof hat den Fall nunmehr entschieden und bestätigte eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung. Den Verdacht, dass Polizeibeamte Uri Jalloh misshandelten und dann in Verdeckungsabsicht einen Suizid inszenierten, wird das Land Sachsen-Anhalt nie mehr ausräumen können, da die Ermittlungen eine Tendenz zur Nichtverfolgung polizeilicher Straftaten aufweist. Es gäbe unzählige Möglichkeiten, materielle Gerechtigkeit herzustellen, ohne die Axt an das Grundgesetz anzulegen. Diese werden allerdings von dieser Koalition schlichtweg ignoriert. So könnten Sie beispielsweise Justiz endlich ertüchtigen, wie Sie es zu Beginn dieser Legislatur vollmundig angekündigt haben. Im Rahmen dieser Ertüchtigung könnten zusammen mit den Ländern Institutionen eingerichtet werden, die vernünftige Ermittlungen bei möglichen Straftaten seitens Polizeibeamter ermöglichen. Ein solches Vorgehen ist dringend nötig, denn es vergeht gefühlt keine Woche, in der nicht rechtsradikale Chatgruppen in Polizeieinheiten, sogenannte Munitionsverluste oder ein Todesfall unter widersprüchlichen Umständen in Polizeigewahrsam stattfindet. Was Sie auch zusammen mit den Ländern tun könnten, ist, Opfer von schweren Gewalttaten neben dem Strafrecht nicht allein mit den Folgen zu lassen und den institutionellen Opferschutz zu stärken. So könnten Sie zum Beispiel Ausländern, die in Deutschland Opfer rassistischer oder vorurteilsmotivierter Gewalt werden, ein unbedingtes Bleiberecht der Bundesrepublik gewähren, wie es meine Fraktion fordert. Die Liste wäre noch lang, aber ich komme zum Schluss. Was Sie hier vorhaben, ist so falsch, dass die in der Sache nicht einmal das Bundesministerium der Justiz hinter sich haben. Lassen Sie es bitte. Vielen Dank. Das Wort geht an Canan Bayram von Bündnis 90 Die Grünen.